Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Mein Name ist Johanna und ich nehme euch heute mal mit zu so einem Tag in meinem Leben. Wir haben heute Samstag und ihr habt gerade meine Morgenroutine gesehen. Viel ist es nicht, aber ja, ich bin kein Fan von einer Stunde im Bad stehen. Sehe ich auch nicht, wie das überhaupt möglich ist. Genau. Was ich heute mache. Ich muss zur Post. Ich gehe ins Fitnessstudio. Ich gehe zum Weihnachtsmarkt. Ich muss noch einkaufen. Und ich gehe noch ins Kino heute Abend. Also es steht einiges an. Wir haben es auch schon 12 Uhr. Ich habe gerade noch Videos geschnitten. Also ich war schon ein bisschen produktiv heute. Und ihr seht es da hinten. Müll muss ich auch noch wegbringen. Zuallererst zeige ich euch aber kurz mein Outfit. Und zwar, ich war shoppen. Ich habe mir zwei neue Hosen geholt. Und zwar sind es Gymshark Leggings. Ich liebe die einfach. Ich dachte immer so, das ist so unnötiger Hype, so überteuert und alles. Aber ich kann einfach nur sagen, die sind so genial, weil die sind blickdicht. Ich habe auch eine schwarze Hose, die habe ich mindestens schon 100 Mal gewaschen, mindestens. Und die hat nicht ein bisschen Farbe verloren. Und was halt auch mega nice ist, dass die am Bauch hier schön eng sind, weil bei mir ist oft so, dass sozusagen am Bauch sind sie zu locker und an Beinen zu eng. Und hier Gymshark passt. Das ist sehr nice. Es passt nicht alles, aber ja, das meiste. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt noch kurz die anderen Leggings, die ich habe. Und dann gehe ich auch schon raus. Ich muss mich warm anziehen, was richtiges Dreckswetter draußen einfach. Also Leute, das hier ist die erste Gymshark-Hose, die ich mir geholt habe. Das ist Größe M, hat glaube ich 30 Euro gekostet. Also es war noch Black Friday Sale, das heißt, es war ein bisschen günstiger. Die Hose hat einmal hier das Gymshark-Logo und einmal da hinten das Gymshark-Logo. Und was ich halt mega krass finde, also sie ist schon ziemlich hochgeschnitten. Sie ist auch ziemlich eng. Sie ist sogar meinem Bauch schon ein bisschen eng, aber ich bin halt auch ein bisschen aufgebläht und ich weiß nicht warum, aber ist so. Vom Stoff her, ich gehe mal ein bisschen näher ran, das ist so ein Samtstoff. Also es ist nicht so Stoff-Baumwolle, sondern eher so was Samtiges. Keine Ahnung, ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Ich dachte am Anfang so, das ist eher schlecht, weil dann die Hosen sind meistens nicht blickdicht, aber ich wurde positiv überrascht. Die ist super blickdicht, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist sehr nice. Das hier ist die zweite Hose. Das ist jetzt so ein bisschen, was ich vorhin gemeint habe mit Stoff. Also die hat so, das ist kein so Samt, das ist sondern mehr so Baumwolle, würde ich jetzt mal sagen. Aber Leute, ich kenne mich da gar nicht aus. Wir haben auf jeden Fall das Logo einmal hier. Und wir haben es, glaube ich, auch, ja genau, wir haben es einmal hier hinten am Bein. Genau. Ich persönlich mag die sogar noch einen Tick mehr, weil die ist ein bisschen dicker, also so ein bisschen fester und da fühle ich mich im Fitness einfach irgendwie sicherer. So, auch wenn man bei der anderen nicht sieht, bei der fühle ich mich ein bisschen sicherer. Die ist auf jeden Fall auch ziemlich hochgeschnitten hier am Bauch, ist auch relativ eng. Also ich sag mal so, dafür, dass das M ist, finde ich ziemlich eng. Aber ja, ich persönlich bin auf jeden Fall happy. Vor allen Dingen, was ich halt auch richtig nice finde, ist diese Musterung hier. Ich finde, es gibt dem Ganzen noch so ein bisschen, keine Ahnung, gewisse etwas. Genau, das ist die zweite Hose. Und die dritte Hose, die kennt ihr vielleicht schon aus ein paar Videos, aber ich zeige es euch trotzdem kurz. Das hier ist die dritte Hose und das ist die, wo ich gemeint habe, die habe ich jetzt schon mindestens irgendwie 100 Mal gewaschen oder so. Ich meine, die ist auch schon über ein Jahr alt. Aber wie gesagt, ihr seht, das da hier, also das ist für mich absolut gut von der Farbe her. Vor allen Dingen, was ich auch mega nice finde, ist, dass das Logo immer noch super in Form ist von dem ganzen Waschen. Das sind auch die teureren, also die mit diesem generell, mit diesem dickeren Stoff sind ein bisschen teuer. Ich glaube, das war 50 Euro hier für die. Die ist auch vom Schnitt her, ist sie genau gleich. Ist jetzt ein bisschen größer, weil das ist, glaube ich, L, was ich mir da vor einem Jahr oder so gekauft habe. Genau. Aber das sind so meine drei absoluten Lieblingshosen, die ich immer anhabe. Weil, ja, Gymshark ist einfach nice. Ja, also kann ich nur empfehlen, wenn ihr Lust habt, irgendwelche Sachen, Leggings zu kaufen. Gymshark, sehr gute Empfehlung. Einkauf ist erledigt. Ich weiß, das Zeug ist nicht gesund, aber ich trinke es trotzdem. Also, ja. Verurteilt mich nicht in den Kommentaren, bitte. Jetzt gehe ich ins Fitness. Ich muss mich ein bisschen sputen, weil ich muss ja danach noch duschen, Haare waschen, meine Nägel noch machen. Ich muss spätestens so um 16:45 aus dem Haus. Und wir haben es schon 14:30, bis ich ja. Wird ein bisschen alles eng, aber funktioniert schon. Ich hatte ein intensives, schnelles Workout heute. Ich mache heute eh nicht so extrem krass, weil ich morgen eigentlich mein Haupt
Workout-Tag wieder habe, weil ich habe ein bisschen Muskelkater noch von gestern. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich schaue mal, ob ich was filme. Also wenn, dann mit dem Handy, weil ich traue mich jetzt nicht, die Kamera hier mitzunehmen. Aber ja, mal schauen, was sich so ergibt. Auf jeden Fall radel ich jetzt mal los. Leute, ich bin zu Hause und es gibt eine kleine Planänderung. Und zwar ist die Person, mit der ich heute auf den Weihnachtsmarkt und ins Kino wollte, leider krank. Aber ja, ich gehe jetzt erstmal duschen, mache mich ein bisschen wieder frisch, koche was Schönes und dann heißt es Netflix und Chill oder YouTube oder Insta oder TikTok und Chill, was auch immer. Ich werde auf jeden Fall nichts mehr tun heute. Bei mir gibt es heute Gemüsepfanne und Salat und ich habe mir auch im Netto so eine Salsa-Soße geholt, die war im Angebot für 80 Cent. Die werde ich mal probieren, mal schauen, wie das schmeckt. Und ja, ich liebe Gemüse, ich liebe Salat, aber ich hasse diese Schnibbelarbeit, ich hasse es einfach. Aber ja, ach ja, und ich habe noch ein bisschen Spinat mir schon mal aufgetaut. Das heißt ja auch noch, genau. Also heute wird gesund schön viel Gemüse gegessen. She can barely reach the sink, Coach Greg, and have you watched the 1,000-pound sisters? If you haven't, you're not going to believe it, and if you have, you're not going to believe it either. So Leute, ich werde mir jetzt einen Salat gönnen, mich auf mein Bett chillen und Netflix schauen, aber ich finde es irgendwie komisch, wenn ihr mir jetzt beim Essen zuschaut, daher beende ich das Video an der Stelle. Und ja, lasst gerne ein Like da, kommentiert, abonniert meinen Kanal und wenn ihr sonst noch irgendwelche Videoideen habt, dann schreibt es immer gerne in die Kommentare. Genau, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.